Aber bei uns sind jetzt. Ja, Die Teams wechseln hier alle? Entscheidet euch mal, ich bemanne mal so lange die Anti-Air. Ich hoffe, der Heli kommt hoch genug. Ist übrigens ein Job, der immer unterschätzt wird. Das ist ein wichtiger Job mit der Anti-Air. So, Ah. Double Kill. Fahrzeug zerstört. Es ist die meiste Zeit nicht besonders lohnenswert, aber. WTF, was hast du da auf dir drauf? Was ist denn das für ein Tank? Da ist wahrscheinlich die Munition oder so drin. Oder sitzt. Oder vielleicht sitzt. Ach, da sitzt du wahrscheinlich drinnen, oder? Ja, da. Kann auch sein. Sieht ja lustig aus. Könnte auch ein Transformers Munition sein, der sich gibt's. jetzt gleich transformiert und aufsteht und wegläuft. Sieht Was das jetzt haltet nochmal ihr aus? von Objective-Spielen? Ein MCOM ist schon geplantet, beziehungsweise ist hochgegangen. Das andere muss auch noch hochgehen. Dann kommen wir schnell in den nächsten Abschnitt. Der macht nämlich deutlich mehr Spaß als der hier. Komm, A wurde entschärft, auf zum Einsatzziel. Ich passe weiter auf den Heli auf. Ach, wir sind die Angreifer. Ach so. Ja, wir sind Angreifer. Das merkt man ja wohl. Falls du den Heli irgendwie in der Luft siehst, kannst du mit denen spotten. Ja, klar. Eine Frage, kann man die Anti-Air überhaupt kaputt machen? Oder Nö. zerstören? Unbesiegbar. Du kannst ja auch die stationären Lenkraketen, kannst ja auch nicht zerstören. Ich trau mich nicht runter. Ich Ja, dann warte auf nimm, dich. wenn du dich nicht runtertraust, nimm den Rauchgranatenwerfer mit, platzier die Granate richtig und dann hast du sehr, sehr guten Sichtschutz. Jetzt, ich laufe. Ja. Ach, B ist ja sogar schon weg. Mensch, krieg alle Jani mit hier. Ich glaube, der Heli kommt nicht mehr. Der hat die Schnauze voll gehabt. Außerdem da unten beim MCOM erwische ich den eh nicht. Scheiße, der ist ja feindlich hier. Nee, doch nicht. Aber Der jetzt ist bei nochmal an uns. die Nee, der Zuschauer. ist bei Wenn uns. ihr Rush spielt auf dieser Map, ne? Am Anfang immer die Anti-Air bemannen. Da um Base Rape zu verhindern. Weil das geht mit dem Heli da sehr, sehr gut. Ich weiß gar nicht mal, woher die Gegner kommen. Verdammt. Die kommen von unten. Beziehungsweise einer kommt jetzt von oben runter. Der hat mich da eben gekillt. Der Heli ist übrigens Weiß wieder da. nicht. Also zumindest hier so. Ich nehme jetzt mal die AEK hier. Gut, das hätten wir. Ist klar. Gut, ich spawn mal bei dir. Gut, da bin ich. Ja, Basti ist leider immer noch im Gegnerteam. Müssen wir hier mal im Auge behalten, wenn mein Platz bei uns frei wird. Ist natürlich ein bisschen doof. Aber gerade nichts zu ändern. Okay, nächster Abschnitt ist frei. Schnell vorwärts. Einmal den Flug des Helis irgendwie Der Heli hat mich im abwarten. Visier, der Heli hat mich im Visier. No. Ich hätte vielleicht mich nicht einfach hinlegen sollen, sondern einfach weiterrennen sollen. Ach Gott. Jo, keine Sorge, hab dich. Nee. So, da hinten snipert wieder so ein Horst rum. Oh, dieser Ist Horst immer. allgemein viel zu beliebt. Ah, verdammt, der war schon tot. Ich sehe nichts, Sonne. Sehr schön. Edi fliegt wieder. Kann man vorne, wenn man den Heli von vorne beschießt, kann man den Fahrer treffen? Geht das oder ist das Ja. kugelsicher? Och, du willst mich verarschen, die Granate. Nein! Alter, ohne Scheiß, das kann nicht funktionieren. Es sei denn, der Sniper hat die Granate zurückgeworfen. Habe ich keine Granate mehr? Tatsächlich nicht. Man kann Granaten zurückwerfen? Nee, aber das ist die einzige Erklärung, die ich dafür Ach hätte. so, okay. Ah, shit. Ich krieg Crit in dich, ich krieg SVD habe dich, ich ich. krieg dich, ich krieg dich. Das warst du gar nicht. Verdammt, du bist da vorne. Du bist ja schon viel weiter, Mensch. Ah, jetzt habe ich die Konsole geöffnet, anstatt. Nein, ich bin tot. Oh, Mann. Ich bin wieder gelohnt. Nein.
Oh, so mal. Unter Dauerfeuer stehe ich hier. Ja, das ist entweder der Heli oder. Ich werde hier besnipert. Besnipert? Ja, das war wahrscheinlich der Heli. Aber das Problem ist. Ah, die Suppression. Ja, die ist ja seit dem Patch enorm stark geworden. Ja. Hat einer bei uns das Suppression-Perk drin? What the fuck? Ja, Deto, du hast das drin. Einer sollte mal Anti-Suppression irgendwie reintun. Ich bin jetzt noch nicht gestorben, deswegen müsste es dann bei nächster Gelegenheit. Na, einer, wir sind ja bloß zu zweit. Wir sind zu dritt im Squad. Achso, ja. Munition brauchen wir eigentlich. Ja, wobei doch Munition ist sinnvoll, das stimmt schon. So, ich leg mal B. Okay. Mann. Ich muss nur gucken, dass sie hier kein Sprengkommando machen und das von der anderen Seite dann entschärfen. Das wäre nämlich mies. Ah, Mist. Verdammt! Immer die. Ich wurde schon wieder von der SVD gekillt. Die ist zu gut geworden, die Waffe. Das gefällt mir gar nicht. Okay, ich mach jetzt mal Anti-Suppression rein, ne? Okay. Ja, ich weiß ja nicht, ob es euch vielleicht aufgefallen ist, aber seit dem Patch trifft man nichts mehr, wenn man unter Feuer steht. Oh, warum bin ich denn hier Die Sniper ist da voll hart getroffen. Ja. Ach, warum bin ich denn nicht hier beim Berserk gespawnt? Weil das ein bekloppter Sniper ist, der in dem Abschnitt bzw. in Rush als Angreifer sowieso sehr, sehr sinnlos ist. Okay, B liegt, ne? Das, oh, ich glaube, der Heli kriegt mich gleich. Oh, der Heli ist wieder in der Luft. Nein! Fucking! Ja, ist hochgegangen, ne? Sehr schön. Nein! Oh Gott, ich glaube, ich komme hier von der falschen Seite. Lebst du noch, Markus? Nee, bin down. BFZocker91 hat mich erledigt. Den hole ich mir noch. Ah. Spielt die Sniper Basti, du kannst jetzt. Basti, join mal rüber, jetzt ist ein Platz bei uns frei. Glaube ich. So, es wäre extrem awesome, wenn irgendwer die Helis runterholen könnte. Der ist schon wieder. Oh. Das ist immer mies, wenn die Spawnzone noch nicht freigeräumt ist. So, ich bin in eurem Team. Bei uns ist noch Platz frei im Squad. Ja, ich bin drin. Haben wir echt ein. Oh. Ja, schön, einer ist drin. da bist du ja drin. Da bräuchte man einen Pionier und dann die Mühle reparieren. Das ist, wenn wir nämlich beide Helis haben, dann spawnt für die Gegner kein Heli. Ach echt? Cool. Ja klar, weil dann Heli ja noch im Spiel ist quasi. Und wenn wir den klauen, dann spawnt da trotzdem keiner. So, jetzt kommt ja die beste Stelle Base hier in Jumping. Dem... Ja, die Stelle ist extrem episch. Da. Ich kann zwar noch nicht so gut einschätzen, wann ich meinen Fallschirm öffnen sollte. Oh, das ganze Dach ist voll. Oh, shit. Und ich glaube, ich sterbe gleich. Ach du Scheiße. Hab ich ihn noch gekriegt? Ey, das wäre episch gewesen. Das ganze Dach hängt voll. Da muss der Heli jetzt mal gute Arbeit leisten. Kann ich in den Heli spawnen? Ja, ich kann in den Heli spawnen. Ach, wieso fliegt die? Das geht ja gar nicht. Wie unprofessionell.